Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing. Yeah, zurück zu einem Unboxing. Klingt blöde. Das seht ihr schon wieder ein Unboxing. Meine Fresse, ich unboxe in letzter Zeit so viel. Das seht ihr, wie gesagt, das seht ihr mal, was ich investiere. Nur damit ich hier Videos auf meinen Kanal bringen kann. Mann. Da hinten. Yu-Gi-Oh! Das ist ein cooles Spiel. Macht Spaß. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe jetzt für euch ein PlayStation 3 Spiel. Eins, was ich schon länger im Blick habe. Und ich es mir deshalb jetzt auch dann doch geholt habe. Auch, obwohl es noch recht teuer war. Aber ich habe es mir dann doch geholt. Und zwar handelt es sich um The Awaked Fate Ultimum. Ultimum oder so ähnlich, ja. Hat noch. Ne? Da, 40 Euro. Also, da könnt ihr mal sehen, was ich investiere. Ja, ist quasi von Nis America. Wer wird überleben und wer wird sterben? Das Schicksal liegt in deinen Händen. Ist quasi von Nis America und ist auch irgendwie ein indirekter Nachfolger von The Guided Fate Paradox, welches ich auch habe. Ich zeige es euch mal in die Kamera. Nämlich das hier. Habe ich, glaube ich, auch mal unboxed. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe es, glaube ich, mal mit unboxed. Ist ein interessantes Spiel. Deswegen habe ich mich für den Teil auch interessiert, weil das auch im Grunde genauso interessant aussieht. Es ist ein Dungeon Crawler müsste dann irgendwas mit Dungeon. Auf jeden Fall, ich nenne es einfach Dungeon Crawler, nenne ich einfach mal. Sowas ähnliches ist das. Also, wenn ihr wisst, was Dungeon Crawler ist, sowas ähnliches wie Pokémon Mystery Dungeon oder so. Nur halt eben mit Anime-Figuren, wie man so schön sieht, wie man es hier sieht, ja. Und damit das Charakterdesign auch sehr gut gefällt, habe ich sowieso schon von Anfang an einen Blick gehabt. Hier nochmal in voller Pracht. Ja, steht hier drauf. Englische und japanische Sprachausgabe. Englische und japanische Sprachausgabe. Englische Bildschirmtexte, Handbuch in Deutsch. Ja, das ist leider bei den Nis America Spielen immer so. Dass die Anleitung und die Hülle, alles drumherum ist deutsch, Spiel an sich ist aber englisch. Aber das ist zu dem Ganzen kein Abbruch. Es ist halt leider so. Man kann es immer nicht ändern. Es stört mich ab und zu nicht wirklich. Wir machen es mal auf. Was erwartet uns hier drinne? Uns erwartet viel. Na, was heißt viel? Die Disc. Sieht schön aus, schön designt. Hier die Charaktere, die beiden, die wir auch schon vorne drauf haben. Die beiden Mädels. Nenne ich es einfach mal. Und das ist das Booklet. Gucken. Na, hinten ist die Tür noch. Okay. Gucken wir mal ins Booklet rein. Ja. Oh ja, das ist doch. Das reicht. Ich würde sagen, das reicht so, ja. Kann man so akzeptieren. Zwar schwarz-weiß, aber das ist halt, naja, muss man halt so nehmen, wie es ist. Hier ist noch hinten so eine Waage. Ja, lustig, so ist es halt. Shit. Ich freue mich schon darauf, das mal anzutesten, weil, wie gesagt, mir hat der erste Teil, den ich, also quasi der Vorgänger, wirklich auch zugesagt. Ja, ist zwar ein bisschen kompliziert am Anfang, man muss sich damit beschäftigen, um zu wissen, wie es funktioniert, aber wenn man weiß, wie es geht, dann ist er klasse. Also, wenn ihr auf Dungeon Crawler und Anime-Gedöns steht, könnt ihr euch das mal angucken. Ich gebe hier auf jeden Fall eine Empfehlung dazu. Dafür. Ja, ist hier schöner designt. Auf jeden Fall. Dann war es das hier auch schon wieder und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.